Ich war halt mal wieder beim Woolworth oder Woolworth und habe mir diese zwei Taschenlampen geholt dort. Und zwar diese hier. Das ist eine mit 3x AAA-Batterien. Die hat ja ungefähr 1-2 Watt und liegt ganz gut in der Hand. Auch keine Probleme beim Ein- und Ausschrauben des Hinterteils hier. Und das hier ist. Die ist ganz neu im Sortiment, habe ich gesehen. Die gibt es erst seit ein paar Tagen. Die wird mit 2x Baby, also C-Batterien betrieben und kostet 6 Euro. Von Grundig stand drauf, also Grundig. Die hat definitiv 1 Watt nur und ich werde auch gleich mal zeigen, wie hell das ist. Und ja, okay. Weil das hier hat mich vor allem deswegen gereizt, weil ich habe gar keine einzige Taschenlampe, die C-Batterien hat. Oder Baby-Batterien. Ja. Also hier passen zwei Stück rein, da waren keine dabei. Aber gut, dass ich ja so eine auch mal habe. Ja. Man weiß ja nicht, welche Situation es welche Batterien gibt. Und ja. Man sieht auch den Unterschied hier. Die eine ist viel länger. Die haben beide sehr gut in der Hand. Und beides ist aus Metall, Aluminium oder. So, ich mache das Licht aus. So, erstmal die mit 1 Watt. Der Lichtkegel ist auf jeden Fall rund. Was auch sonst? Ja, ne? Also 1 Watt ist okay. Das reicht sogar hier, um sich zurechtzufinden. Ja, wie viel Lumen das sind, weiß ich nicht. Das stand auch nicht drauf. Ja, gut, also das ist die rote große gewesen. Und das ist die kleine mit den drei. Mit den drei AAA-Batterien. Also das hier hat keinen eindeutigen Rahmen. Das ist schon verschwommener. Ja. Das andere hat einen etwas klareren Kegel. Und das müssten auch. Das könnte gut sein, dass es mehr als 1 Watt ist. Wie viel Lumen weiß ich leider auch nicht. Aber das ist auch gut. Ja. Okay, das war dazu. Und zwar Moment. So. Ja, also die kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. Bei dem hier habe ich ein Problem hier bei dem hinten, bei dem, wo man das aufmacht, dieses Fach hier geht nicht mehr richtig zu. Das ist wohl der Qualität geschuldet für 6 Euro. Tja, schade, also es geht, ja gut, es ist blöd, man kann es weder auf noch zumachen. Das ist irgendwo hat sich verhakt da. Das muss wohl an der Qualität einfach liegen. 6 Euro. Naja. Also das hier mache ich dann so von hier auf. Das geht auch. Von der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, warum man beide Seiten aufschrauben kann. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich sag mal, hinten muss man das mal aufschreiben zum ja. Jedenfalls kann man das hier auch aufschrauben und die Batterien hiervon entnehmen. Ja. So sieht das da hier aus. Ja, bisschen doof gelaufen hier mit dem Gewinde. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht kann ich die noch irgendwie umtauschen. Aber das passiert wirklich, das hast du nie passiert, ehrlich gesagt. Dass das Gewinde mit dem hier irgendwie nicht harmoniert.
Ich meine, wie bescheuert kann man das denn einschrauben, dass das nicht mehr ab und ab, auf und zu geht? Also das wundert mich jetzt wirklich, dass das so gelaufen ist. Das ist wirklich. Ich habe auch versucht, mit irgendwie mit so einer Zange das irgendwie aufzukriegen, auch keine Chance. Das hat sich irgendwie verhakt da hier. Das und sieht man, es sieht nicht mal so aus, als ob das irgendwie schief drin wäre. Das sieht gleichmäßig aus, oder? Mal gucken. Nee, das ist ja das Lustige. Es sieht gleichmäßig aus. Also wenn es irgendwie eiern würde, dann könnte man sagen, das ist irgendwie da zu viel, zu tief drin. Das ist, also, das ist wirklich seltsam. Die gibt es übrigens auch noch in anderen Farben. Schwarz, blau und lila war das, glaube ich, das andere. Lila, ja. Ja, schade, schade, dass das hier jetzt so passiert ist. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Mal gucken, ob ich noch irgendwas zurücktauschen kann. Ja. Aber ich muss sagen, wenn die. Die fühlt sich wirklich sehr gut an. Für 6 Euro fühlt sich top an. Ja. Und 1 Watt gibt wirklich genug Licht. Erstaunlicherweise. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Licht gibt. Obwohl die andere hier, die hier. Die hat, glaube ich, dieselbe LED drin. Die ist ungefähr genauso groß. Die bringt genau das gleiche Licht hier, diese kleinere hier. Jo. Also grundsätzlich kann ich die jetzt empfehlen. Und die sowieso hier, ja. Die sowieso. Schön kompakt. Und AAA. Und da sind, wie viele LEDs sind das? Weiß gar nicht mehr. Aber die gibt es irgendwie, glaube ich, nicht mehr zu kaufen bei Wohlwort. Ich weiß nicht, ob die jetzt doch zu verkaufen ist. Ich glaube, die ist irgendwie aus dem Sortiment genommen oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, die ist ganz neu. Und ja, grundsätzlich kann ich die empfehlen. Vom Licht her ist es gut. Es ist auch ganz praktisch, mal eine zu haben, die nicht immer diese Standardbatterien hat, sondern diese auch mal Baby C, die etwas größer sind, weil die größeren Batterien, die haben halt auch mehr Kapazität. Und 1 Watt spart wiederum jede Menge Strom. Das ist, muss man auch bedenken, ne? Je mehr Watt, desto höher ist auch der Stromverbrauch. Deswegen kommt mir das sehr gelegen. Auch ja. Ne? Weil die anderen mit 20 Watt, die von Lidl, diese Livano Lux mit 20 Watt, die sind ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. Die sind zu hell eigentlich. Die sind schon gut hochwertig und qualitativ hochwertig, aber die 20 Watt sind eigentlich nicht wirklich nötig. Da reichen auch weniger Watt und die Batterien würden auch länger halten, diese Mignon, die da eingebaut sind. Wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn man da Monobatterien hätte einbauen können. Ja, oder Baby. Die hätten noch mehr Kapazität gehabt. Aber irgendwie sind diese Monobatterien ganz aus der Mode gekommen. Ich finde kaum noch Taschenlampen, wo Monobatterien verbaut werden. Diese dicken, diese ganz dicken. Ja, höchstens die hier finde ich noch. Okay, also ihr wisst Bescheid, falls das irgendwie bei euch auch hier so rumzickt. Entweder umtauschen oder das hier benutzen zum Aufdrehen. Gut, alles klar. Das war's schon für heute wieder und ja, alles klar. Bis demnächst.